liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canius TV, herzlich willkommen. Ich hatte Ihnen das ja schon gestern angekündigt. Ich möchte das jetzt einlösen, was ich angekündigt habe, und Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, die uns wieder eher in die Gegenwart führt. Sie wissen ja vielleicht, dass diese Szene grundlegend ist für die sogenannten Exerzitien auf der Straße. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, das wir vor einigen Jahren veröffentlicht haben. Im Alltag der Straße Gottes Spuren suchen. Und da sind Geschichten drin, die Menschen erzählen, die auf den Straßen von Berlin oder von Ludwigshafen oder Hamburg oder wo auch immer Dornbüschen begegnet sind. Also wo sie etwas gemerkt haben, dass da etwas brennt, aber nicht verbrennt, ihnen auf die eine oder andere Weise etwas bewusst macht, was tief in ihnen brennt. Brennen ist ja ein komplexes Wort. Brennen hat etwas auch mit Schmerzen zu tun, aber muss nicht unbedingt ein Schmerz im negativen Sinne des Wortes sein. Man könnte es ja auch ganz einfach Sehnsucht nennen. Und eine Sehnsucht ist ja etwas, was irgendwie wehtut, aber auch etwas Wunderschönes, weil in der Sehnsucht ja auch ganz viel Lebensmöglichkeiten stecken. In der Geschichte, die wir vom brennenden Dornbusch hören, wird das ja am nächsten Tag, im nächsten Satz klar, den ich gestern noch nicht vorgelesen habe. Denn das ist das, was jetzt Gott dem Mose sagt. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. So, und jetzt müsste man ja ergänzen, und Mose kennt doch auch ihr Leid. Sonst hätte ihn doch es nicht so sehr erregt, dass er einen Ägypter erschlägt. Und er ist dann ja vor diesem Leid auch wieder geflohen, vielleicht ja auch aus guten Gründen. Nur es ist ja immer noch da, dieses Leiden um das eigene Volk. Und dahinter, hinter diesem Leiden, versteckt sich auch die Erkenntnis dieses Leidens, versteckt sich nämlich auch noch eine Sehnsucht. Nämlich diese Sehnsucht, etwas zu tun, damit dieses Leiden beendet wird. Also hat der Schmerz, den er fühlt, wenn er dem Dornbusch begegnet, auch etwas zu tun mit einer verschütteten Sehnsucht, die in dieser Begegnung plötzlich wieder da ist. Und die Geschichten von Exorzisten auf der Straße, die hier in diesen Büchern erzählt werden, in diesem Buch und in einigen anderen, da gibt es ja mehrere davon, erzählt werden, berichten auch von solchen Momenten, wo man auf der Suche nach der eigenen Sehnsucht, der man sich vielleicht über einige Fragestellungen nähert, plötzlich eine Begegnung hat, in der eben dieses Brennen plötzlich da ist und ich entdecke, worum es mir eigentlich geht und was ich suche, wovor ich vielleicht fliehe oder woran ich mich gewöhnt habe, aber woran ich mich eigentlich gar nicht gewöhnen will oder was auch immer. Und dann dies sofort in Beziehung zu setzen zu der Ehrfurcht. Nicht so sagen, aha, und jetzt lospreschen, sondern Schuhe ausziehen. Genau hinschauen. Und da ist eine Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte, von Exorzisten auf der Straße, die ich mal gemacht habe. Das war ganz früher, in den Anfangsjahren. Da gab mir der Exorzistenbegleiter folgenden Tipp. Er sagte, wenn du Hunger hast, und wenn du den ganzen Tag auf der Straße bist und Hunger hast, dann guck doch mal, dass du dann vielleicht mal in die Suppenküche nach Pankow gehst und dann dich aber anstellst bei den Leuten und nicht bei den Suppenverteilern bist. Denn wenn du bei den Suppenverteilern bist, dann hast du ja schon wieder die Pumps an sozusagen, dann bist du ja schon wieder ein bisschen höher, hast ja eine Funktion. Ich fand das schwierig, diesen Tipp, dass ich mich da anstellen soll. Es kam mir vor, so wie Theaterspielen. Und dann habe ich mich dann aber irgendwie dieser Suppenküche genähert. Das Thema Suppenküche in Pankow brannte in mir, so wie der Dornbusch sozusagen brannte, hörte nicht auf. Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Ganz unangenehm, schwierig und so. Und dann bin ich dann doch dahin gegangen. Und je mehr ich dahin ging, umso mehr brannte es. Und zwar ein Feuer des Widerstandes. Ich will da nicht hin, das geht nicht. Oder dann habe ich dann versucht, das auszutricksen. Nämlich sage, ich gehe da zu den Schwestern und sage, guten Tag, ich bin Pater Mertes, Rektor des Canisius-Kollegs. Ganz große Schuhe, ganz große Pumps.
Ich mache hier gerade eine Exerzitienübung. Ich stelle mich jetzt an. Aber das geht natürlich nicht, dachte ich mir. Und dann habe ich gemerkt, ich kriege meine Schuhe nicht aus. Ich kriege sie nicht aus. Und dann habe ich gesagt, also gehe ich nicht rein. Und blieb mir nichts anderes übrig, als mich vor die Suppenküche hinzusetzen, auf den Boden. Und habe gesagt, wenn einer von denen, die sich da eine Suppe abholen, reinkommt, mich sieht und sagt, komm doch mit, dann gehe ich mit. Aber wenn keiner kommt, dann werde ich dann eben ein paar Stunden sitzen und dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen. Und es kam, wie es kommen musste. Ich blieb sitzen, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden und dann war abgemacht. 6 Uhr abends treffen wir uns, feiern Gottesdienst und amtlichen Gespräch über die Erfahrung des Tages und es lud mich niemand ein. Und dann bin ich mit dieser Erfahrung nach Hause gekommen, beziehungsweise in die Schlafräume von der St. Michael-Gemeinde in Kreuzberg. Dort war das, wenn ich mich recht entsinne, oder der St. Thomas-Gemeinde in Kreuzberg. Und dann haben wir über diese Erfahrung gesprochen. Und das ist für mich eine sehr, sehr grundlegende Erfahrung geworden, die für mich auch sehr bedeutsam ist, um zu verstehen, was diese Ehrfurcht ist. Es gibt eben bestimmte Orte, die ich nicht betrete, wenn ich nicht eingeladen werde. Das geht eben nicht. Aber zugleich die große Frage, die damit natürlich aufkam, die schmerzliche Frage, warum kriege ich die Schuhe nicht aus? Warum definiere ich mich so sehr von meinen Schuhen her, die ich trage? Und wer befreit mich oder welche Erfahrung kann mich davon befreien, so sehr an meinen Schuhen zu hängen? An meinen Pumps. Ich glaube, Pumps werden ja nur von Frauen getragen. Also es wären dann entsprechend eben große, sagen wir mal, so dicke Sohlen, mit denen man sich höher macht. Warum kriege ich das nicht los? Und dann entstand die Sehnsucht. Die Sehnsucht war nämlich, diese Schuhe mal loszuwerden, um auf Augenhöhe zu kommen. Die Funktionen mal beiseite zu lassen und Mensch sein zu können. Ganz einfach. Das ist dann auch im Laufe der Jahre geschehen. Aber die Sehnsucht war entdeckt. Und das ist der wichtige Punkt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.